Toll. Ich will keinen Ärger mit euch, Jungs. Kannst du wieder herkommen und diesen besoffenen Sack vom Barhocker kratzen, bevor noch jemand abknallt oder irgendjemand die Bullen ruft? Vito, holst du jetzt deinen beschissenen Freund ab? Kann ich mit dir rechnen? Okay, ich komm vorbei. Und hey, geben Sie ihm keinen Schnaps mehr, bis ich da bin. Ich versuch's. Ja, dann machen wir das noch. Er wird damit nicht einverstanden sein. Hey, wenn Sie ihm den Hahn nicht sofort zudrehen, drehe ich Ihren ab. Haben wir uns verstanden? In Ordnung, Mann. Aber beeil dich. Wie viele sind noch in der Bar? Ich bin mit ihm allein. Ich mach das nicht mehr. Dein Freund ist ungefähr seit einer Stunde hier. Ich würde so gerne überspringen. Okay, schließen Sie ab, bis ich da bin. Dauert nur ein paar Minuten. Alles klar. Danke. Hallöle! Und wieder sind wir da mit Mafia und holen Joe ab. Dazu nehmen wir unsere schöne Alltagskleidung mal heraus. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob unser Wagen noch da ist. Der neue. Oder ja, der alte. Garage ist leer. Ja, unser Wagen ist weg. Das sind nochmal super Neuigkeiten. Und den hier werde ich jetzt auch erstmal reparieren lassen. In der hauseigenen Garage. Und zwar, obwohl wir eigentlich Joe abholen müssten. Ah, du verdammte Missgeburt. Hau ab. Ne, ich hab Vorfahrt. Spasti. Ja. Halt, stopp. Jetzt bin ich dran. Und ich sehe gerade, es sind sehr wenig Frames am Laufen. Das Spiel. Das ist Low-PC halt, ne? 20 Frames. Aber Fraps sind ja eben mit 30 auf. Und das künstliche Rendern, das... Also solange es noch über 18 ist, haben wir noch Glück. Dann ist es auch schön flüssig. Oder 15, ja, das ist auch noch flüssig, sag ich mal. Ach, ich glaube, jetzt kommt... Ups, noch eine Mission. Parken wir mal hier. Und wahrscheinlich ist das Auto auch noch weg. Das wir ganz am Anfang hatten. Vito, endlich. Also gut, wo ist er? Da drüben in der Ecke. Ich habe versucht, ihm nichts mehr zu geben. Aber der Saukerl wollte mir den Laden zertrümmern. Okay, schließ ab und gib mir eine Minute. Ein bisschen zu tief ins Glas geschaut, hä? Wie geht's dir? Vito, da bist du ja endlich. Die anderen sind schon alle gegangen. Tja, Joe. Warum wohl? Oh. Genau. Im Auto hier? Hab ein Taxi genommen. In der Gegend würde ich doch mein Auto nicht parken. Trink aus, wir gehen. Ihr wollt gehen? Okay, Martin. Ich lasse euch raus. Auf dein Wohl. Hast dich tapfer geschlagen. Scheiße. Wo sind denn meine Schlüssel? Tut mir so leid, Junge. Das hätte nicht passieren dürfen. Das hätte nicht passieren dürfen. Verflucht! Tu die scheiß Knarre weg, bevor noch was passiert. Ist schon was passiert. Sag mal, hast du sie noch alle? Was soll der Scheiß, du Vollidiot? Ich wollte nur... Was wolltest du? Halt dein blödes Maul und schaff deinen versoffenen Arsch hier raus. Schon gut. Jetzt wird Tacheles geredet hier. Komm her schon. So, die Leiche in Sparky-Pass, in den Wagen. Ja, wenn wir sie mal nehmen würden. Ja, hallo? Ach so, okay. Wie, ach so, mit der Hintertür raus? Die hier ist... Warte. Der hat doch bestimmt noch Geld. So. Ist das überhaupt richtig? Ne, das ist das Klo. Och Mann. Hallo. Da ist der Ausgang. Oder da. Oder? Ne, da waren wir doch gerade. Also sag mal, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Oder da? Ja, so geht's auch.
man gar nicht eine Tür offen machen müssen. Okay. Und um wieso? Ja, hier steht ein Auto. Ich denke, Joe ist mit dem Taxi gekommen. Wie kann dann... Ach, was soll's. Ist das vielleicht sein Auto? Kann das sein? Ja, ne? Ja, das wird sein Auto sein. Bring Joe nach Hause. Ah, Gott, ey. Haben wir schon wieder Ärger mal. Und der war doch so lieb, der Keeper. Der Goalkeeper. Okay. Jetzt bloß nichts anmerken lassen. Dann wären wir am Arsch. Oder am Po, wie man so schön sagt, ne? Obwohl das eigentlich keiner sagt, außer ich. Mit den ganzen verschiedenen Gütern. Also wenn mal gerade nichts passiert ist, dann hört man auch nur dasselbe im Radio, was die sagen. Schade, dass die nicht so, je nach Situation, was gerade neu passiert, immer neue Sachen haben, aber die sagen immer das Gleiche. Das ist schade. Das Radio hätten sie aber auch in Deutsch machen können. Aber ich finde schon mal gut, dass sie überhaupt das ganze Spiel in Deutsch gemacht haben. Nicht so wie bei GTA einfach mit Untertitel. Ich finde, das gibt dem Spiel auch was. Das ist nicht schlecht. Und wieso ist die Karre schneller als unsere? Und die ist doch total nah an unserer. Und wieso ist bei der Karre Tiefe und Schärfe? Das verstehe ich nicht. Oh. Egal, man muss ja nicht alles verstehen. Genau wie Unterricht. Also es gibt da manchmal Sachen im Unterricht. Denkst du auch, what the fuck, wofür brauchst du den Scheiß? Ah, aber dann, wenn man dann so nachdenkt, da braucht man vieles. Aber jetzt zum Beispiel rechnen mit, keine Ahnung, Dezimalzahlen, 5 Nachkommastellen oder so, wofür brauchst du das? Also ist gut, wenn man es kann, ist keine Frage, aber wie hoch ist denn die Chance, dass man Mathematiker wird mal? Von uns allen in der Klasse. Keine Ahnung. Bei Chemie, das ist ein Hauptfach, also es wird zum Hauptfach bei uns. Und wie hoch ist die Chance, dass man Chemiker wird? Ich meine, es ist zwar gut, Chemie zu wissen, aber da gibt es auch so Sachen, weißt du, die brauchst du nicht, so Zitronensäurenzyklus oder sowas. Das sind Sachen, die die Welt nicht braucht. Das ist mir ein Rätsel. Ja. Erschieß bitte keinen auf dem Weg zur Haustür, ja? Danke, Peter. Und hey, tut mir leid. Hör mal, ruf mich morgen an, ja? Wenn wir nicht schon Mitternacht haben. Stimmt. So, dann fahren wir mal wieder in unsere Wohnung, wo nichts passieren kann. Wo wir sicher sind. Weil keiner weiß, dass wir da wohnen. Das ist aber super. Da kann man nichts anderes bauen. Was könnte ich denn noch so ansprechen jetzt bei der Autofahrt? Ich meine, da kann man nicht viel übers Spiel reden. Man kann was aus dem sogenannten Real Life nehmen. Aber da macht man nicht viel außer in der Schule rumsitzen. Dann sitzt man auch nur hier. Oder Kiste wohl? Woll nicht? Ich finde vom Fahrstil, ne, da ist das richtig gut geworden hier unten hier. Wir kriegen jetzt jede Kurve, ohne nochmal zurückzufahren. Ist klar. Hä, was ist denn das hier? Ach so, das Auto bringen wir jetzt hier zur Schrottpresse. Auch nicht schlecht. Ne, hier ist sie nicht. Aus da. So, jetzt müssen wir uns beeilen. Wenn wir überhaupt da hochkommen. Ja, so. Ach Mann. Ich hätte es gern gesehen. So.
Oh, wir kriegen noch Geld dafür. Das war auch nicht schlecht. Haben wir es aus der Kasse geklaut oder was? Aber ein Auto haben wir noch hier. Gehört bestimmt keinem. Oh, 3 Stifte. So schlecht kann der nicht sein. So. Geht doch. Dings mussten wir auch noch nur einmal kaufen. Dietriche, oder? Die brauchen wir nicht mehr. Jetzt haben wir unendlich viele. Was ich wirklich schade finde, ist halt das, dass man nicht weiterspielen kann, nachdem man es durchgespielt hat. Dass man so eine freie Welt hat und einfach Leute... ich hab mal lang gesagt, aber das wäre irgendwie ein bisschen sinnfrei. Aber es gibt ja welche, die... Oh, machen so was. Gerne. Und für die wäre das noch nicht schlecht. Das ist auch wieder so ein Vorteil von GTA. Vor allem, weil GTA, zum Beispiel jetzt 4, ist ein sehr langes Spiel. Das geht nicht so schnell, das ist nicht so schnell fertig wie das hier. Also, ich weiß nicht, wir sind jetzt gleich fertig mit dem 10. Kapitel. Dann haben wir nur noch 2. Das sind nur 12 Kapitel in dem ganzen Game. Das ist sehr wenig. Und für die Zeit, wo wir auf dieses Spiel gewartet haben, auf Mafia, von Mafia 1 zu Mafia 2, das waren, wie viel waren das? 8 Jahre? Ich weiß es nicht. Und für die Zeit, da hätte man noch ein paar mehr Level einbauen können. Keine Ahnung. Also nicht. Die von Rockstar, die machen das gut. Gute Grafik, lange Spielstände, lange Spiel. Ah, Mist! Ist nicht schlecht dann bei denen. Oh, Scheiße. Mist. Jetzt haben wir Mist gebaut. So. Dann haben wir mal jetzt ab nochmal, obwohl wir schon fast da gewesen wären, aber wir wieder zu doof waren. Ach Mann. Egal, ist nicht unser Wagen. Und ich schätze mal, unser alter Wagen ist jetzt auch schon weg. Ach ja. So. Jetzt fahren wir schon nach Hause. Woher auch immer. Das ist mir gesagt ein Rätsel. Ach ja, wo war ich? Ach ja, bei den langen Spielständen von Rockstar Games. Ist nicht schlecht bei denen. Die machen das ganz gut. Aber dann ist so ein Let's Play auch schwer. Ich meine, Albert hat ja schon ein sehr langes Let's Play. Aber ich schätze mal, GTA wird länger gehen. Albert braucht sicherlich mehr Parts als ich. Ich weiß nicht. Wie viele Parts habe ich schon produziert seit jetzt? 26, sag ich jetzt mal. 26, 27, ich weiß ja nicht, nachdem wie der Part gerade ist. Ach, unser Wagen ist noch da, okay. Dann bin ich mal ruhig. Aber unser Alter ist nicht mehr da, das ist schade. Und hier bei uns brennt Licht, ist auch überhaupt nicht schlimm. Ups. Jetzt. Ab ins Bett und wird geschlafen. Bis morgen. Kapitel 11. Ein Freund von uns. Villa Scaletta am 27. Juli 1951. Und wir stehen auch immer gleich auf. Und wer klingelt, zum Teufel ist wer klingelt denn so früh schon? Oh, wir haben sogar einen Pool. Da. Nicht schlecht. So, wir haben eine neue Grafik freigeschaltet, sehe ich gerade. Ja. Und wenn da jemand vor der Tür steht, dann sollten wir auch was Gutes anziehen. Sagen wir, so ein Anzug. Aber der Hut stört mich, keine Ahnung. Hätten sie auch ohne Hut machen können. Oder dass man wie bei Henry. Hey, Vito. Lang nicht gesehen. Stimmt, lange her. Was willst du, Henry? Lass trinken. Nehmen wir mein Auto. Aber ich fahre, ne?